Hallo miteinander und willkommen zurück zu Elex. Ja, weiter geht's. Er steht immer alleine da. Der Thorald, der Noob, hat's verkackt. Kaya ist weg. Heißt im Klartext, wir holen uns erstmal nochmal jemanden mit hier, der uns hoffentlich hilft. So, hab ich schon gedacht, ey. Na gut, hat nicht geklappt. Wir können das Elex gut weiterhin benutzen. Ohne Probleme. So, ich würde sagen... Oder hat die eine andere Rüstung? Nee, nicht wirklich. Wie wär's, wenn wir mal den Falco mitnehmen? Oder den Ray? Ja, nehmen den Falk mit. Mitkommen. Mitkommen. Okay. Unseren persönlichen Androiden. So, vielleicht fragen wir mal kurz mal nach hier. Na, Ray? Ja. Wahrscheinlich kann man, vielleicht kann man die Quest auch nur abschließen, wenn man tatsächlich bei den Dingern ist, bei den Outlaws. Man weiß es nicht, ne? So. Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Ich denke, wir haben alles. Wir sind bereit für den Eispalast. Sehr gut. Dann sag mir einfach Bescheid, wann es losgehen soll. Mach die Kiste statt, ich will das sagen. Nein. Wir werden erstmal Kaya retten. Okay, so. Okay. Oh Mann. Das sind ein paar elende Viecher. Da drüben! Zeit, die zu erledigen. Er macht auch gut Damage mit seinem Hammer. Schön. Ah, halt. So. Jetzt lassen natürlich diese, das Essen aus da. Okay. Da unten anscheinend. Oder auch nicht, er ist doch drin. Okay, es ist nicht hier. Okay, also oben. Okay, okay, also alles beim Alten. Alles beim Alten. Okay, ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt. Wir sind auf Nahkampf geschaltet, das passt soweit. So. Ansprechen Kaya. Die schläft hier einfach. Irgendwie habe ich schon geahnt, dass du hier bist. Es ist schlimm. Ein furchtbarer Ort. Wo sind wir hier? In Saddoms Unterschlupf. Im Grenzgebiet zwischen Abessa und Sarkor. Wo ist er? Wo ist Saddom? Ich weiß es nicht. Er war schon lange nicht mehr hier. Er hat dich offenbar auf seinem Weg zum Eispalast hier abgesetzt. Dieser Mistkerl. Er hat kein einziges Wort mit mir geredet. Er hat mich paralysiert und hier zurückgelassen. Warum hat er mich nicht einfach getötet? Ich schätze, er wollte sich deine Kraft zunutze machen. Du solltest ihm bei seinem Vorhaben helfen, ihm seinen Platz im Eispalast zurückzuholen. Tja, du warst ihm wohl zu stark. Er konnte dich nicht kontrollieren. Ha, das ist nun vorbei. Ich bin noch da. Und noch einmal werde ich mich nicht überrumpeln lassen. Danke, dass du nach mir gesucht hast. Lass uns jetzt weitermachen und diesen Mist hier vergessen, okay? Okay. Fantastisch. Sorry, Mate. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Natürlich. Sorry, Falk. Du kannst mitkommen. Wehe, du hast mich ohne... Alles klar. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Ich bin okay. Wir dürfen bei dem ganzen Wirbel um Xarkor nicht vergessen. Das ist... Okay. wir haben ja gerade eben echt noch ein Level gehabt bekommen, ne? 13 weitere Punkte. Übernehmen. Wie viel Elixit haben wir noch? Würde das vielleicht sogar tatsächlich noch reichen? Für die Nahkampfwaffen. 15 Punkte brauchen wir, 15 Attributspunkte. Hier, Materialien, da. Ja, wir haben gar kein pures Elex mehr. Ach, scheiß drauf, komm. Das schaffen wir auch so, oder? Was kommt mal raus hier? Okay, was bleibt denn jetzt so übrig?
Hauptmission, der letzte Flug. Okay. Eigentlich nichts was. Okay, alles klar. Dann auf zum letzten Flug. Meine Güte. Das ist jetzt relativ schnell eskaliert. So, starten wir mal den Timer hier nebenher. Nein, Schaden. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob wir stark genug sind, aber... Wir nehmen auf jeden Fall sie mit. Sie hat sich ja ganz gut bewährt eigentlich in letzter Zeit. Macht ordentlich Schaden. Vielleicht sollten wir nochmal... nein. Ich wollte noch gucken, ob wir Halttränke machen können. Am besten große. Okay. Von Stimms. Sie vernebeln nicht nur euren Geist und vergiften euren Körper, sie werden auch in Laboren hergestellt, auf denen ihr nicht einmal euer Geschäft verrichten wollt. Wenn ihr länger überleben wollt, kauft euch lieber es wird schon passen. Und verteidigt euren großer Halttrank. Schnaps und große Heilpflanzen. Das war Herbert aus dem Orbit. Aus Wein, großes Heilkraut. Schnaps, großes Wein, großes Heilkraut. Okay, machen wir erstmal das hier. 8 Stück. Und das sind nochmal 4 Stück. Brauchen mehr Getränke, was? Für den Mächtigen. Okay, mächtiges Heilkraut. Also Wein und Schnaps. Wein und Schnaps. Ach. Okay. Eine Menge Wein. 12 könnte man machen. Das heißt, wir brauchen 4 mal 12, 40. 48. Warte, was war das? Schnaps. 48 Schnaps. Ach komm. Komm, wir holen uns mal hier. Kollege. Gib mir mal die Gorbatschow-Kiste hier. Zeig. Die habe ich hier schon Ewigkeiten eingelagert. So. Geld haben wir genug dafür. Sollte man meinen. So. Warte, wie viel waren es? 48. Okay. Bis nachher. Dann machen wir uns mal mächtige Heiltränke, die halten uns ja aber vollständig. Das ist, denke ich mal, ganz geschickt, je nachdem, wie knapp das alles wird dann im Palast. Für jeden, der bei Kräften ist also, und den Elex entsagen kann, ist mächtiger Heiltrank. Von Ignadon frei. Reinheit und zack, Technik 12 Stück. Sind unsere Zukunft. Ihr hört sehr gut. Aus dem Orbit. Hat er gerade echt gesagt, aus dem Orbit? Okay, mächtiger Heiltrank. Da. 30 Stück haben wir. Warte mal, statt der normalen Heiltränke rein. Das wird schon passen. Ich denke, Energiespeicher sollten auch reichen. Da haben wir noch einiges dabei. Ja, okay. Okay, wir speichern und jetzt fliegen wir los. Auf in den Kampf, hm? Sollen wir nochmal Leut Bescheid sagen? Leut, Mann, es geht los. Ich hoffe, ihr unterstützt mich. Nein, natürlich nicht. Es ist alles in bester Ordnung. Oh boy. Aber das macht der blöder Timer nicht. Was soll das denn? So. Gut. Jetzt aber. In den Kampf. Denke ich. Vielleicht ist es auch nur ein Gespräch. Etwas nervös. Okay. Mach die Kiste startklar. Mach die Kiste startklar. Ich werde jetzt nach Xarkor fliegen. Ich muss den Generator, der die Barriere um den Eispalast speist, außer Kraft setzen. Barriere? Generator? Ein gezielter Schuss in die Lüftungslamellen sollte reichen. Hör mal, ich will ja nicht nerven, aber... Was ist los? Von Waffensystem hast du nie etwas gesagt. Ich hatte auch so schon genug zu tun. Heißt das etwa? Ja, genau. Du kannst mit dem Ding da fliegen. Das war's dann auch schon. Wenn du damit den Hauptgenerator der Eispalastbarriere zerstören willst... Tja. Wir haben nicht mehr genug Zeit. Wir brauchen den Gleiter voll einsatzbereit. Ach, verdammt nochmal. Hätte ich gewusst, was du vorhast, hätte ich dir per se davon abgeraten. Die Kiste taugt nur noch als Fluggerät. Und das auch nur bedingt. Dann werde ich den Gleiter in den Generator steuern. Das ist Selbstmord. Wie willst du denn rechtzeitig wieder rauskommen? Das überlege ich mir unterwegs. Ah, du bist doch wahnsinnig. Es darf nicht das Geringste schieflaufen, sonst bist du erledigt. Das Risiko werde ich eingehen müssen.
Nein. Ray, nein! Verdammter Mistkerl! Viel Glück, Ray. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Tja, er will wohl seine Schuld einlösen bei uns. Die Flak. Oh, mich hat er auch getroffen. Los! Zusammen. Okay, das ist auch. Der Angriff kann beginnen. Ray. Ray war einmal. Tja, sieht wohl so aus, als hätte dir jemand deinen Stunt abgenommen. Ja, der Weg zum Eispalast ist jetzt frei. Ich muss nach Xarkor. Ich schätze, die anderen werden dort schon auf dich warten. Hey, hör mal. Ich weiß ja nicht genau, wie es jetzt weitergeht, aber... Naja, viel Glück auf jeden Fall. So oder so hoffe ich, dass wir hier draußen den ganzen Mist überleben werden. Geh nun und hol dir, wonach du jetzt schon so lange gesucht hast. Okay. Oh. Zwei ganzen Leute sind weg, ne? Hey, willst du nicht noch mit? Natürlich nicht. Wir haben jetzt keinen Level 8 bekommen, ne? Nein, aber nicht. Ein Lernpunkt. Kann man irgendwas Sinnvolles ausgeben? Nein. Kann natürlich den Bergbau noch verbessern. Das wäre äußerst wichtig. Oder synthetisch. Ja. Das wird schon passen. Wie sind wir denn jetzt momentan? Intuitiv. Na gut, na gut. Wir speichern. Und jetzt ab in den Norden. Die ganzen Gefährten sind alle schon dort. Ich hoffe, dass die ganzen anderen Jungs, die auch da sind. Ist das echt noch Teleporter im Eisballast? Okay. Die Schlacht von Xarkor. Alles da vorne. Okay, dann lass uns mal zum Konverter reisen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, hier stehen auf einmal auch noch irgendwelche Sachen drum. Die werde ich jetzt aber nicht töten. Na gut, dann laufen wir eben noch unseren letzten Spaziergang hier. Gießen etwas die Bergluft. Und werden der Armee dann den Chaos machen, hoffentlich. Ja, zumindest die Berserker sollten ja hier sein. Da hinten geht's schon ab, wa? Da war eine Fliege. Jetzt sind hier die ganzen Viecher wieder da und ich bin ganz alleine. Oh, warte mal. Vielleicht holen wir uns doch noch diesen Skill, dass wir ohne Begleiter unterwegs sind, dass wir dann stärker sind. Das wäre doch tatsächlich noch eine gute Investition, oder? Äußerst nützlichen Kleriker-Skill. Okay, ich denke, es ist noch nichts getriggert hier vorne. Hier, Kleriker. Ein Mana-Armee. Ja. Also ich meine, wenn das nicht logisch ist, dann ist nichts logisch, komm. Jetzt müssen wir mal versuchen. Wir versuchen es nochmal, komm. Reinhold, du elender Feigling. Beweg deinen Arsch oder mach mich zum Judikator. Ich kann die Leute anführen. Du hast die Idee. Eigentlich soll ich den Typ umkloppen, ganz ehrlich. Das sollte ich wirklich machen. So, ich denke, wir können jetzt dann auch tatsächlich mal unseren großartigen Regentenhelm anziehen. Und den Ring der Stärke der maximalen Ausdauer. Ja, ist nur das Amt, was mit der Rüstung. Oh, maximale Gesundheit und Rüstung. Genau, Amulett des Schutzes. Genau, das Schlusssack dann braucht man erstmal nicht. Wird natürlich ein bisschen stressig werden, falls wir dann immer wieder rumswitchen müssen. So,
Entschuldigung für... Och, ich bin doch dumm. Ich bin so dumm. Ich wollte doch gar nicht deswegen her. Ich wollte doch was lernen. Das ist bald Balder. Verdient hat er das nicht. So, Balder Boy. Was ist ein Weg? So. Bring mir etwas bei. Bring mir... Was? Die Ein-Mann-Armee. Gut. Meisterkleriker. Schön. So, jetzt dann nochmal hierher. Der Approach-Vektor war ja schon mal ganz gut eigentlich hier von der Richtung. Und wir müssen was essen. Ein gutes Barfood jetzt speichern. Ja, okay. Es wird schon gut gehen. So, vielleicht sollte ich noch ein letztes Bild von mir machen. So, okay. Okay. Ach ja. Zum Glück haben wir uns ja den Weg selber schon frei gemacht. Und zum Glück benutzen wir tatsächlich auch ein paar Kleriker-Fähigkeiten. Das ist ja auch mal was. War ja gar nicht so selbstverständlich. Okay. Ich finde es schön, dass wir die Jungs echt mit einem Schuss jetzt erledigen können. Die sind nämlich echt nervig eigentlich. Und die dürften auch genug Plasma-Munition haben, um das hier mit dem Plasma-Gewehr durchzuziehen. 440, naja. Hoffen wir es mal. So, komm, ess nochmal was. Okay, das ist glaube ich die Armee. Also unsere Armee. Ist jetzt nicht so imposant, ehrlich gesagt. Ein paar Berserker, ein paar Separatisten. Oh, das sind sogar Outlaws. Was zur Hölle? Unsere ganzen Gefährten. Naja. Was nun? Ja, wer will mitkommen? Kaya? Jetzt nicht. Oh. Okay, Thorald. Dass das sich Logan hier ist, ich glaub's nicht, hä? Verdammt nochmal, was ist denn mit dir los? Beinahe hättest du den großen Spaß hier verpasst. Geh zu Thorald, damit es hier endlich losgeht. Da bist du ja endlich. Wir sind bereit. Wir können sofort losschlagen, wenn du es auch bist. Du konntest tatsächlich die anderen davon überzeugen, gemeinsam anzugreifen? Nur so haben wir eine Chance gegen die Verteidigungslinie der Alps. Das haben sie mittlerweile begriffen. Es hängt jetzt nur noch von dir ab. Wenn du also noch etwas zu erledigen hast, dann tu es jetzt. Alle, die hier sind, warten auf meinen Angriffsbefehl. Ich bin bereit. Lass uns angreifen. Ich bin bereit. Lass uns angreifen. So sei es. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Alle Mann bereit? Na dann, zum Angriff! Okay. Das Biest ist so gut wie ein... Aktivieren wir hier die 8 jetzt. Oh fuck, es ist schon vorbei. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir sie noch alle looten, das ist sehr wichtig.
Unsere Verluste waren jetzt gar nicht so krass groß, oder? Hat der gar nicht mitgemacht? Hast du den Angriffsbefehl verpasst? Der Wissenschaftler Konrad lebt immer noch. Glaubst du, euch Kleriker-Sympathisanten helfe ich? Da bist du schief gewickelt. Warum bist du dann überhaupt hier? Ich wollte auf keinen Fall verpassen, wie euch die Alps den Gar ausmachen. Ach, ist arschkalt hier. Verstehe gar nicht, wie die Alps das so lange aushalten konnten. Tja, kann die meisten von ihnen jetzt auch nicht mehr jucken. Ihre Verteidigungslinie ist tatsächlich besiegt worden. Wer hätte das gedacht? Du offenbar nicht. Ich schätze, das war's für mich hier. War eine schöne Show, aber ich mach mich jetzt besser vom Acker, sonst friert mir noch alles ab. Dem habe ich eben noch geholfen hier. So ein Bastard. Ja, da hat tatsächlich das, was er gesagt hat, durchgezogen, ne? Naja. Aber das macht nichts, denn wir haben gewonnen. So, alles mitnehmen hier. So, dann erstmal dann alles hier hochzählen, sobald mal die Quest-Sachen hier durchgezogen sind. So, Kampfmaschine, Alpsoldat, Alpsoldat. Hier ist noch einer. Na, hab ich euch schon? Nein. Da. Einfach nicht beachten. Ich bin nur Leichenflederer. Ist gar kein Problem. So, euch habe ich schon, ne? Ja. Okay, dann hier noch. Da steht einer. Falk, ist alles okay? Du siehst so mitgenommen aus. Danke. Machst du den Adler? Ist auch gar nicht durchsucht. Okay, hier noch. Da noch. Da noch. Hier. Die Separatisten stehen hier an vorderster Front tatsächlich. Was hat das zu bedeuten? So, da ist Thorald. Sollen wir mit dem mal reden? Na? Das war's. Die Verteidigungslinie ist zerschlagen. Aber unsere Arbeit ist noch lange nicht beendet. Sie fängt gerade erst an. Jetzt hängt alles von dir ab. Enttäusche uns nicht. Du musst dem Hybriden unser Mana einflößen, auf dass er endlich zur Besinnung kommt. Es ist der einzige Weg, wie wir seine Kraft und Beharrlichkeit für unsere Sache nutzen können. Geh, finde den Hybriden und beende dieses dunkle Zeitalter der Qualen ein für alle Mal. Du musst dich beeilen, bevor es zu spät ist. Also gut, er will ja, dass wir den Hybriden umkehren. Das ist ja so ein bisschen Mass Effect-mäßig, ne? Und er will, dass wir den töten, ne? Elexitor Tarek hat mehr Truppen in die Schlacht geschickt, als der Eispalast entbehren kann. Die Verteidigung der Festung selbst ist nun nicht mehr haltbar. Ziel dieser Entscheidung war es wohl, uns mit einem Schlag zu vernichten. Noch sind wir es nicht. Die Verteidigungslinie ist vernichtet. Elexitor Tarek hat die Schlacht verloren. Es wird lange Jahre dauern, die vom Hybriden geschlagenen Wunden unseres Volkes wieder zu heilen. Du bist bis zum Ende den Weg mit mir gegangen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht damit gerechnet. Viele Opfer sind gebracht worden. Jetzt müssen wir uns auf den Wiederaufbau konzentrieren. Deine Aufgabe allerdings wird vorerst eine andere sein. Der Hybrid hat den Großteil seiner Armee verloren. Doch ist er immer noch aktiv. Und er hat das Elex. Du musst ihn aufhalten, bevor es zu spät ist. Ich könnte da drin deine Hilfe brauchen. Niemand von unserem Volk war den mentalen Angriffen des Hybriden bisher gewachsen. Du, Jax, warst bisher die einzige Ausnahme. Ich fürchte, das wirst du allein erledigen müssen. Aber ich bin zuversichtlich. Eine sehr menschliche Eigenschaft für einen Alp. Ja. Wir werden umdenken müssen, wenn wir überleben wollen. Hat auch richtig Farbe bekommen im Gesicht, der Gute. Oh nein, sag mir nicht, dass... Wo sind meine Gefährten? Wo sind meine Gefährten? Ach, natürlich, alle drüben im Lager. Ist okay, Spiel. Die haben sich ja drüber gebeamt, ich kenne das, ja. Naja gut, dann haben wir tatsächlich völlig zu Recht diese Ein-Mann-Armee aktiviert. So, ich denke, auf den Typ können wir mal verzichten, auf den da hinten eigentlich auch.
ist gar kein Gegner. Ach, das ist Sester, der wird aber als rot angezeigt. Okay. So, da vorne ist der Teleporter. Da vorne ist der Teleporter. Das ist nicht der Teleporter. Wo ist der Teleporter? Der ist da richtig drin. Im Eisballast. Okay. Ach, das Ding habe ich auch die ganze Zeit gesehen. Das hat man glaube ich, teilweise in so gut wie jeder Zwischensequenz gesehen, dass hier noch Elix liegt. Okay, speichern nochmal. Oh Gott. Okay. Hauptsache erstmal selbst wegsprengen. Okay, schön vorsichtig, denn das ist der nächste. Ja, wozu zur Hölle hat man hier denn noch einen Teleporter? Naja, vielleicht will man sich ja noch leveln, ne? Falls man beim ersten Anlauf es nicht schafft oder so. Kann eigentlich echt sein. Da kann man hier nämlich schneller wieder hin. So. Tarek. Will der erst reden? Dein Erscheinen hier zeugt von deiner Stärke. Wie ich sehe, ist dein unbändiger Wille immer noch ungebrochen. Viele Unwegsamkeiten habe ich auf mich nehmen müssen, um hierher zu kommen. Dir muss doch klar sein, dass dein Weg hier enden wird. Oder der deine. Die Direktive in ihrer momentanen Fassung ist fehlerhaft und wird den Alps auf lange Sicht unweigerlich zum Verhängnis werden. Wir sind schon so weit gekommen, dass nichts, was du tun könntest, etwas daran ändern wird. Du sagst wir, doch redest du eher von den Plänen des Hybriden. Ja, und das ist gut so. Das ist der einzig nachhaltige Weg für unser Volk. Die Direktive wird uns allen die nächste Evolutionsstufe bescheren. Hast du etwa auf deinen Streifzügen durch die Länder der freien Menschen etwas Erstrebenswerteres gefunden? Nein. Unsere Elex-Lager sind im Übermaß gefüllt. Welche Macht der Welt wird uns jetzt noch überwinden können? Du bist verblendet, Hybrid hat deinen Geist vernebelt. Du bist verblendet. Der Hybrid hat deinen Geist vernebelt. Ja. Das ist die Sichtweise der verwirrten freien Menschen seit jeher gewesen. Du bist schon viel zu lange unter ihnen gewandelt, um das noch zu erkennen. Ja, viele Alps haben ihr Leben auf dem Schlachtfeld verloren. Doch sie taten es für einen höheren Zweck. Den Fortbestand und der Evolution unserer Art. Bald schon wird der Hybrid seine Arbeit vollenden. Und wir werden alle ein Teil seines neuen Zeitalters. Jemand hier in diesem Hause hat mich verraten. Jemand hier in diesem Hause hat mich verraten. Verrat? Das ist doch eher die Domäne der Primitiven aus den südlichen Ländern. Der Abschuss meines Gleiters, meine Exekution, der Ausschluss aus der Gemeinschaft der Alps. Das alles hat einen Ursprung. Und der ist hier im Eispalast zu finden. Du wirst mir jetzt sagen, wer dafür verantwortlich war. Unser Vater. Du hast den einzig richtigen Pfad verlassen, als du die Beförderung zum Elexitor ausgeschlagen hast. Danach war dein Fall nur noch eine Frage der Zeit. Selbst dein eigener Vater sprach über dich von einer großen Gefahr für unser Volk. Er sprach von Verirrung und dem größten Fehler seines Lebens, dass er dich in die Welt gesetzt habe. Das hat Vardek gesagt? Was noch? Vardeks Dynastie war zu der Zeit die mächtigste am Hofe dieses Hauses. Aber aus irgendeinem Grund schien ihm das nicht zuträglich zu sein. Er hatte ein sehr emotionales Wort, wie er von deiner Person sprach. Etwas befremdlich für mich.
Bis zu dem Tage, an dem er zu den Separatisten überlief. Da wurde mir klar, dass er das Elex abgesetzt hatte und dem Wahn der Emotionen verfallen ist. Wie genau lautete das Wort? Er nannte dich einen Bastard. Oh. Ein Bastard. Hört mal, Daumelig, in meiner Abwesenheit. Er hat meinen Raum belegt während meiner Abwesenheit. Ich habe die Räumung deiner persönlichen Dinge kurz nach deinem Absturz in Auftrag gegeben. Dein Vater wollte das übernehmen. Ob er aber schon tätig geworden ist, bevor er ins Exil ging, habe ich nicht geprüft. Ja, verstehe. Ich werde ja sehen, ob du recht hast, wenn ich mit dem Hybriden selbst gesprochen habe. Ich werde ja sehen, ob du recht hast, wenn ich mit dem Hybriden selbst gesprochen habe. Du glaubst, er wird dich empfangen? Dich? Den, der die höchste Auszeichnung, die wir Alps zu vergeben haben, ausgeschlagen hat? Den, der das Volk der Alps in seinen Grundfesten angreifbar machte? Er wird dich kaum in seine Kammer hineinlassen. Er hat gar keine andere Wahl. Dann ist der Schaden, den dein Exil bei dir angerichtet hat, größer, als ich bisher angenommen habe. Wie auch immer, meine Zeit der bedingungslosen Gefolgschaft deiner zweifelhaften Direktive ist vorbei. Mach, was du für richtig hältst. Geh und erfülle deine letzte Mission, die du dir selbst gegeben hast. Bald schon wirst du erkennen, wie falsch deine Einschätzungen sind. Ich werde mich nun wieder meinen Aufgaben widmen. Mein Volk bedarf meiner Führung. Ernsthaft? Wir töten die nicht? Ich dachte, wir rennen hier zusammen und bringen einfach alle um. Okay. Greifen die mich dann überhaupt an, die Maschinen? Nein, tun sie nicht. Und das ist jetzt echt dein Ernst, ne? Das ist der Eispalast. Einfach nur ein Raum. Ich hab die ganze Kapp-Maschine sonst getötet. Die wollten mich gar nicht töten. Okay, jetzt geht's. Okay, wir gehen weiter. Wir gehen weiter, wir gehen weiter. So, so, und meine Hessen dahin. Du bist da. Da. Ich bin da. Wir wissen ja, wer das ist. Ich würde so lachen, wenn das Spiel jetzt noch nicht vorbei ist. Das hätte ich dann gar nicht erwartet, ne? Mal zu irgendeiner Ecke? Nein? Okay. Alles abgesperrt. Komische Schriftzeichen, die wir nicht entziffern können. Ich sehe dich. Ja. Wer hätte das gedacht, hm? Vortex Aufzeichnungen 4. Mein Plan ist gescheitert. Jax ist unauffindbar. Es heißt, er kämpft nun für die freien Menschen gegen sein eigenes Volk. Ich habe keine Wahl. Ich muss den Eispalast verlassen und ihn finden, bevor Tarek davon erfährt. Denn das wird er, früher oder später. So oder so wäre das mein Todesurteil. Das Exil und die Separatisten sind meine einzige Chance. Meine Kinder sind wider Erwarten außerordentlich stark geworden. Was ist es? Das kriegerische Gen oder der Kampfgeist der Berserker? Mir wird langsam klar, dass ich sie beide an den Hybriden verloren habe. Sie sind nur noch Werkzeug der Maschine. Damit sind sie unerreichbar für mich. Gänzlich aus meinem Einflussbereich verschwunden. Tarek ist schon misstrauisch geworden. Wenn ich nicht bald handle, ist es vielleicht zu spät. Für uns alle. Okay. Mich erreichte gerade die Nachricht, dass Jax den Auftrag bekommen wird, den Pilger aufzusuchen. Es wird Zeit zu handeln. Außerhalb der schützenden Mauern des Palastes ist er verwundbar.
Ich habe Zadon schon zum Treffpunkt bestellt. Er wird die Ausführung des Plans übernehmen. Es muss jetzt alles sehr schnell gehen. Ich darf diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Okay. Also was hat sich unser Vater, der das Ganze angeordnet hat? Du hast deine Stärke wiedererlangt. Nur etwas an. Nein. Ich will das nicht hören. Das war dort noch nicht. Es fehlt doch noch eins. Komm zu mir. Das war aber definitiv der falsche Trigger, Kollege. Ach da, klar. Jax lebt. Viele Berichte aus den Ländern der freien Menschen weisen darauf hin. Noch hat Tarek keinen Verdacht. Doch das kann sich schnell ändern. Ich werde umdenken müssen. Auch wenn Kallax es nicht geschafft hat, Jax auszuschalten, ist er trotzdem die beste Option, die ich habe. Ich muss die beiden noch einmal zusammenbringen, damit Kallax seinen Auftrag endlich abschließen kann. Vielleicht habe ich ja Glück und sie kehren beide nicht wieder. Vardek also. Mein eigener Vater steckt schlussendlich hinter dem Ganzen. Meine Havarie. Meine Exekution. Mein Kampf gegen Kallax. Die Bastarde, die Vardek-Stellung am Hofe des Palastes sichern sollten, wurden ihm am Ende zum Verhängnis. Okay. So, jetzt haben wir natürlich durch die Brille wieder aufgezogen, ne? Nicht, dass wir irgendwas noch verpassen hier. So, am Ende wartet irgendwas Rotes. Kriegt der echt Elektroschott? Okay, das ist es. Speichern. Oh mein Gott, okay, jetzt wird's. Der Hybrid. Du hast dir Zeit gelassen. Ich hatte früher mit dir gerechnet. Du wusstest, dass ich den Eispalast angreife, nicht wahr? Dein Volk hat dir keine Wahl gelassen. Ja, aber es war alles andere als leicht. Es hätte auch schief gehen können. Nein, deinem Überlebenswillen sind die anderen nicht gewachsen. Reden wir von dem Willen, den du mir nehmen wolltest, als du mir den Chip in meinen Kopf gepflanzt hast. Hätte der Chip bei deiner Exekution keinen Schaden genommen, würdest du diese Frage nicht stellen. Du würdest verstehen, dass sich wahre Stärke und umfassendes Wissen nur im Kollektiv wirklich entfalten können. Ein Kollektiv, das nur von einem Individuum kontrolliert wird, ist kein Kollektiv, dem ich angehören will. Unter diesen Umständen ist mir der Preis für die nächste Evolutionsstufe zu hoch. Das ist verständlich, zumal du sie alle überwinden konntest, um hierher zu kommen. Dein Erscheinen hier ist der Beweis, dass du der nächsten Stufe näher bist als jeder andere deiner Art. Okay. Weg der Mitte, Errungenschaft freigeschaltet. Was ist das denn? Halt. So. Den Hybriden umgekehrt. Ach so, haben wir das schon gemacht, ja? Eine Art ist gnadenlos und schlachtet Menschen ab. Kälte wird entsprechend. Hast du vom Menschen entfernt? Ja, Kälte wird entsprechend, ja. Deine Art ist gnadenlos und schlachtet Menschen ab. Das Aufkommen dieser Individuen ist nur eine temporäre Erscheinung. Doch das ist nicht mehr relevant. Und du weißt das auch. Der Meteor kam in die alte Welt nur zu einem Zweck. Magalan muss vorbereitet werden, auf diejenigen, die kommen werden, diese Welt in Besitz zu nehmen. Der Punkt ist nun erreicht, dass die Maschine ihre Arbeit aufnehmen kann. Wer wird kommen? Wer sind sie? Wenn du wirklich die Zukunft kennst, dann sag mir, was als nächstes geschieht. Du hast einen großen Aufwand getrieben, deine Wahl nicht geheim zu halten. Ich hoffe, wir können alles tragen. Was sind sie?
Das liegt außerhalb deiner Vorstellungskraft. Selbst ich kann den Worten der Wissenden zuweilen nicht folgen. Die Wissenden? So nennen sie manche. Doch ist das nicht mehr deine Sache. Okay, wie kann das sein, wenn du wirklich die Zukunft kennst? Wenn du wirklich die Zukunft kennst, dann sag mir, was als nächstes geschieht. Die Welt, wie du sie kennst, wird es in wenigen Jahren nicht mehr geben. Alles Leben wird sich der neuen Ordnung fügen oder ausgelöscht. Du hast einen großen Aufwand betrieben, deine wahre Identität geheim zu halten. Schon damals hatte ich gegen die Engstirnigkeit meiner Zeitgenossen zu kämpfen. Die Menschen haben an ihrem Verhalten wenig geändert. Du hast viel erreicht, Jax. Vor allem hast du dafür gesorgt, dass ich meine wertvolle Zeit für meine Vorbereitungen nutzen konnte. Das klingt fast so, als hättest du das alles geplant. Auch wenn mein Einfluss auf dich durch deinen defekten Chip begrenzt war, tat er doch seine Wirkung. Die Kleriker hätten mir durch einen direkten Angriff auf den Eispalast mit ihrer vollständigen Kampfkraft gefährlich werden können. Doch du hast sie aus ihrem Hort getrieben und in den offenen Krieg geführt. Sie haben dank dir ihre Schlacht in Ignagon zwar gewonnen, doch waren sie anschließend zu geschwächt, um noch ein ernstzunehmender Gegner zu sein. Der Tod ihres obersten Anführers Ulbricht wird sie noch lange beschäftigen. Unsinn. Die Kleriker trafen ihre Entscheidung zum Angriff auf das Alpheer in Ignadon aus freien Stücken. Menschen, die verzweifelt sind, haben nichts mehr zu verlieren und sind gefährlich. Doch du gabst ihnen Hoffnung. Ohne den reinen Feldherrn, den du ihnen besorgt hast, hätte sie ihre Verzweiflung bis zum Äußersten getrieben. Zeit. Das war alles, worum es ging. Was ist mit dem Elix, das für dich gefördert wurde? Das Elix ist natürlich eine Notwendigkeit. Nun ist es in ausreichender Menge vorhanden. Darüber hinaus musste dafür gesorgt werden, dass ich auch weiterhin ungestört bleibe. Der Bau des Big Ben in Tavar hat ebenfalls geholfen, die freien Menschen abzulenken. Und wenn Konrad nun tatsächlich eine Bombe mit großer Zerstörungskraft gebaut hätte? Dann hätte sie sich gegen die Kleriker gerichtet. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Duke damit den Eispalast bedrohen würde, war gering. Ist das alles? Nein, bei weitem nicht. Doch sei noch das Schicksal meines Erzfeindes Thorald erwähnt. Dass du ihm Kaya brachtest, hatte ein direktes Scheitern seines Elex-Experimentes zur Folge. Ihre Verbindung zum Elex war so stark, sodass Thorald die Kontrolle darüber verlor. Ha. Ich glaube dir kein Wort. Ich glaube dir kein Wort. Irrelevant. Du bist nur ein Störfaktor in dieser Rechnung und musst vernichtet werden. Ach, du willst mich verunsichern. Du erzählst mir das alles nur zu einem Zweck, mich emotional zu manipulieren. Du willst mich ablenken, damit du leichteres Spiel mit mir hast. Das wird dir aber nicht helfen. Ich bin nicht den langen Weg hierher gekommen, um nun in Stille unterzugehen. Mein unüberwindlicher Lebenswille wird nun auch dich bezwingen. Dawkins! Dann ist alles gesagt. Nimm also nun das Unvermeidliche an, Mensch. Okay. Endkampf, Bosskampf? Ja, natürlich ist es... Wow.
Renn, halt. Alter, das kann doch nicht sein, dass der mich jedes Mal trifft. Doch. Ich hätte den. Oh, ich habe dem echt viel Schaden gemacht. Oh nein, ernsthaft? Jetzt muss ich das alles nochmal machen? Gibt's da kein Autosave? Offensichtlich nicht. Großartig. Also alles nochmal. Das ist hier ein bisschen doof gelöst. Jetzt nehmen wir schon mal die dicke Waffe in die Hand. Du wusstest. Na. Du. Dein Erst. Muss ich dieselben Antworten nehmen. So, ja. Die kennen wir alle schon. Das. So, okay. Ja, ich glaube, die kein Wort. Ja. Okay. Was war denn das jetzt noch, Mann? Letzter Aufschrei. Naja gut, die haben ihn besiegt. Das war erstaunlich leicht, ehrlich gesagt. Ich hätte mich gleich auf ihn konzentrieren sollen und nicht auf die Erz. Das war noch nicht alles. Er hat da irgendein Signal gesendet. Das war irgendeine Antenne, die holt jetzt diese Typen. Oder er wacht natürlich nochmal auf. Loote ihn. Hallo, hey. Du musst ihn looten. Alter. Nein, da ist er wieder. Ja, das war's noch nicht. Du hast deine Stärke bewiesen. Trotz all meiner Vorbereitung und all dem Elex bist du der Mächtigere von uns beiden. Ja. Und deinen Plan wirst du noch einmal überdenken müssen. Du verstehst einfach nicht, dass es um etwas Größeres geht. Größer als wir alle zusammen. Ich verstehe sehr gut. Du bist ein Übel, das es aufzuhalten gilt. Deine Tage sind gezählt. Ab dem heutigen Tage wirst du den Menschen dienen. Nein. Du hast gar keine Wahl. Durch das umgekehrte Elex in deinen Adern wirst du eins werden mit der Natur und den Menschen. Das kannst du nicht tun. Du weißt nicht, was du damit anrichtest. Wir werden gleich sehen, ob ich kann. Okay, pflanz ihm den Scheiß ein. Den das jetzt reingesteckt hat, ja? So ein langer Weg, so viel Leid, ein Meer von Blut ergießt sich über die Länder. Jetzt kannst du es sehen. Das ist alles dein Werk. Das ist unerträglich. Zerstöre mich. Nein. Erinnere dich an die Zeit deiner menschlichen Form. Dein Plan war es, deine Haut zu retten. Später war es das Elix, das dein Handeln bestimmte. Löse dich von diesem Zwang. Ich kann nicht. Es ist zu spät. Die Menschen werden mir niemals vertrauen. Sie werden es lernen. Dafür werde ich sorgen. Neue Mission, die Zukunft Magellans. In nur wenigen Jahren werden die neuen Herren dieser Welt erwartet. Bereite die Menschen darauf vor. Okay, die neue Mission ist die Super Magellans. Das heißt, wir in der Mission Magellan verändern, sollte man schon auch vorbereiten. Was sie tun werden, wenn die Wissenden zu uns kommen. You got to be kidding me. Ich muss jetzt zu allen gehen und das denen sagen. Willst du mich verarschen, das Spiel ist noch nicht vorbei? Nein.
bevor wir gehen. Bevor wir gehen. Das wäre ja richtig krass, wenn das Spiel fällt. Aber es gibt doch noch einen zweiten Teil. Oh mein Gott. So, wir schauen uns hier nochmal kurz um. Beziehungsweise, wir machen das in der nächsten Folge, ne? Das ist eine lange Finalfolge quasi gewesen. Mal gucken, ob das jetzt deutlich das Finale war. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.